Wie steht es um die Menschenrechte? Der aktuelle Amnesty International Jahresreport untersucht die Menschenrechtslage in 156 Staaten. Und er zeigt, 2022 war für Millionen Menschen geprägt von vor allen Dingen zwei Dingen: Flucht und Protest. Weltweit waren über 100 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Außerdem gingen in vielen Ländern Millionen Menschen für Freiheit und ihre Menschenrechte auf die Straße. Unter anderem im Iran, in Peru oder in Georgien. Weltweit fliehen und protestieren Menschen, weil ihr Leben bedroht ist, weil sie unterdrückt oder verfolgt werden, weil sie schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. In 13% der untersuchten Länder musste Amnesty International Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dokumentieren. In 40% der Staaten schränkten Regierungen mutwillig und rechtswidrig die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht ein. Oft gingen Sicherheitsbehörden dabei brutalst gegen friedlich Protestierende vor. Im Iran schossen sie gezielt dabei auf Menschen. Was braucht es jetzt? Wenn Menschen fliehen müssen, brauchen sie Schutz. Ohne Wenn und Aber. Wenn Menschen protestieren, brauchen sie unsere Unterstützung. Durch Öffentlichkeit und politischen Druck. Und deshalb braucht es Regierungen, die die Achtung der Menschenrechte ernst nehmen. Und es braucht uns alle, dass wir genau dies von unseren Regierungen einfordern.